Wir sind am Camperstop in Torbole. Hier steht unser Bus. Das ist jetzt übrigens eines der letzten Videos mit diesem Bus. Der ist nämlich schon angezahlt und jetzt kommt auch bald der neue. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern was machen wir? Wir fahren heute um die 1900 Höhenmeter Richtung. Hä? Aber so viel ist es doch gar nicht. Ist nicht so viel. Nein, also wir fahren Breite di Guil, Passo Rocchetta, das wären so 1200, 1300 Höhenmeter. Und später gibt es dann geile Nudeln beim Panorama-Café. Aber davor kommt natürlich ein Mega-Trail. Und auch bei uns ist diesmal nicht so gutes Wetter, aber es hilft ja nichts. Radeln kann man trotzdem. Wenn sich bei Petra der Tropfen an der Nase bildet, dann springt der Motor an, oder? Wie ist es wirklich? Ja, kann sein. Das hat Nico rausgefunden. Aber das ist ja, die anderen stehen im Rückreisestau. Wir gehen erstmal auf Tour. Naja, wir fahren im Regen, aber noch wenig, oder? Ja, noch nicht. Das wird schon werden. Ja, es sind ein paar Schauer angesagt, das wird nichts helfen. Da müssen wir durch. Ich muss mich selber überwinden, bei schlechtem Wetter loszufahren. Echt jetzt? Aber es lohnt sich halt von dem her, weil einfach so viel weniger los ist. Wow. Das ist schon immer richtig gut, finde ich. Finde ich auch. Du musstest dich doch auch überwinden. Natürlich. Jetzt nochmal einen super Blick über den See. Und wir sind doch nicht die Einzigen, die unterwegs sind. So leer kriegt man die Ponale Straße selten. Deswegen nochmal eine kleine Aufnahme für euch. Die ist zwar bekannt wie ein bunter Hund und trotzdem einfach ultra schön, finde ich. Gerade jetzt, nachdem sie neu hergerichtet worden ist. Die neue Absperrung ist schon auch wirklich, wirklich gut geworden. Wenn die Italiener was bauen und Bock drauf haben, dann können sie es schon richtig gut, finde ich. Nico lacht mich gerade aus, jetzt wird es nämlich steil und ich habe meine Gabel gerade runtergespannt. Gabel runterspannen. Das ist spitze. Super, ich mach's nicht. Wer hat nachher Rückenprobleme? Ja, genau. Auf jeden Fall wird es jetzt gefühlt senkrecht und dafür sind wir aber dann schnell oben. Das ist eigentlich ganz gut. Ach ja, und jetzt zeige ich mir mal den Spiegel an. Ah, könnt ihr das sehen? Ich habe heute die gleiche Brille auf wie an sonnigen Tagen, nur jetzt ist das Glas ganz hell geworden und man braucht eigentlich nur eine Brille für gutes und schlechtes Wetter. Da seht ihr wieder die unbändige Petra von hinten. Sie tretet rein, was das Zeug hält, um mir zu zeigen, wo der Hammer hängt. Gell, Spatzi? Ja, ja. Weil wenn ich jetzt vorfahren würde, dann würde sie das Messer auspacken, zwischen die Zähne reinklemmen und hinter mir herfahren. Weil ihr uns immer wieder fragt, wie wir jetzt im Betrieb zufrieden sind. Boah, ist der Sattel geil. Wie ein Sofa. Nicht gelogen. Das hat er gerade einfach so gesagt. Das habe ich gesagt, sag mal nochmal, weil das ist wirklich spannend. Gewinnt einfach schnell Höhe und es sieht einfach sau cool aus da unten, wenn ihr das seht. Und das Wetter ist einfach perfekt, weil die Sonne nicht so runterknallt. Und ja, es läuft echt gut. Habe ich zu viel versprochen? Jetzt war sie nicht mehr hinter mir. Jetzt fleucht und kreucht schon hinter mir. Da ist sie. Typisch wie das Messer zwischen den Zähnen. Ja, ja. Und wie geht's dir, Scheißerchen? Ja, passt schon. Läuft so weit. Ja. Bin schon warm gefahren. Der Tropfen an der Nase, schaut hin. Ich habe Nico wieder eingeholt. Pipi-Pause beendet. Aber er hat sich lange vor mir gehalten jetzt. Muss man schon dazu sein. Habe ich schon gut bemühen müssen. Also aufgeholt habe ich ihn, ja. Aber jetzt gibt er irgendwie Gas. Ich kann mich halten, überholen schaffe ich aber nicht. Diese kleine Zecke hängt mir immer im Nacken. Juhu! Beide geschafft! Mega gut! Mega gut! Ich dachte, ich bin voll unfit. Also, ich hab's geschafft! Happy! Essen! Du bist gemein. Ich finde das super. So, und das ist jetzt dieser letzte ganz steile Stich über den Weg auf der Wiese. Puh! Sowas liegt dem Nico ja recht gut. Und mir nicht. Und für alle, die es nicht so dringend wissen wollen, manchmal ist man schiebend auch schneller als sie fahren. Aber es ist tapfer. Ja, yeah, sau gut. Ich bin jetzt fit, jetzt kann ich hinterher Kraft sparen. Jiha! Damit sind wir oben angekommen und schaut mal, was wir trotz schlechtem Wetter eigentlich für einen Blick ganz über den See haben dürfen. Geil, Omat.
Ja, hui. Jetzt gibt's Essen. Mm. Schaut mal, jetzt ist es schon ein bisschen dunkler geworden. Wow, und du siehst noch viel besser aus, Spatzeln. Ich sollte immer die Brille tragen. Also am Bier lag's nicht. Null, null. Ja, gut, ne? Sehen, dass nicht so scharf ist. Tot vom Rand. So. Oh nein, das war schlecht. Oh Gott, da ist gleich noch einer. Hilfe! Super! Gemerkt, wie gut Nico heute runtergekommen ist. Der fährt ja, wie heute schon bei der Auffahrt erwähnt, mein altes Hardtail, also halt selbst aufgebaut, aber den Rahmen von früher. Schreibt mal in die Kommentare, wer das Rad noch aus den ganz alten Videos kennt, da wäre ich neugierig. Ja, wie taugt's dir? Ja, also es ist halt zurück zu den Wurzeln im Endeffekt. Ich habe mit Hardtailfahren angefangen und ich bin angenehm überrascht, was so ein 29er Hardtail eigentlich leistet. Also eigentlich sehr, sehr geil. Und nein, man merkt einfach mal, mit wie wenig Geld man eigentlich Radfahren gehen kann, weil wenn man mal so ein bisschen rausschaut, okay, es ist eine komplette Diore Schaltgruppe nur, es sind Diore Bremsen, mal eine Fox 36, die eigentlich schon ins neue Rad gehört, ja, den neuen Lenker, den neuen Vorbau, also ich habe es wirklich aus neuen und alten Teilen zusammengebaut und ja, muss sagen, ich bin mega angenehm überrascht, wie gut es in den Trails und wie sicher man damit eigentlich runterkommt. Und es braucht halt nicht immer das Radl für 10.000 Euro, sondern das macht auch so. Was kostet der Hobel, Petra?
Ja, ich glaube, ich habe es vor ein paar Jahren eben, also 2018, für 1850 gekauft, habe aber damals Hope-Laufräder, ich bin es mit 27,5 gefahren, reingetan und so. In Summe wird es mich so 2,3 gekostet haben. Aber wenn man einfach nur ums Radfahren fahren will, dass man sagt, scheiß drauf, ich brauche nichts Purple Fitness oder so, dann kann man auf jeden Fall für unter 2000 Euro mit einem Enduro Hardtail schon ordentlich was anfangen. Aber muss man auch, daher, dass die Räder so knapp sind, Enduro Hardtail kostet so 2000 Euro aufwärts. Ja, aber du kannst ja auch ein gebrauchtes nehmen. Also ich würde sagen... Wir gehen jetzt aber vom neuen aus, Spatzel, gell? Ja, damit ist unser Gardasee-Urlaub leider schon wieder beendet. Wir schwenken noch ein Panorama-Dings für euch und hoffen, es hat euch gefallen. Aussicht ist genial hier. Sag Pfiati. Servus.